Hallihallo. Mein Name ist Samira Ventura. Und wo fange ich an? Ich bin jetzt seit 17 Jahren Physiotherapeutin, Heilpraktiker, Manualtherapeutin, habe ganz, ganz viele tolle Erfahrungen im Mentaltrainingsbereich gemacht, weil ich mit Spitzensportlern und Profiathleten gearbeitet habe. Und habe das Wissen dann auf meine Schmerzpatienten angewandt. Sehr erfolgreich. Bis ich dann vor 2 Jahren selbst einen Unfall hatte und mein Handgelenk zerstört war und ich wirklich selbst mal den Weg eines Schmerzpatienten durchlaufen durfte. Und von Existenzängsten, von alle Ängste, die man in diesem Moment haben kann und Blockaden, selbst betroffen war und mich dann wirklich anhand des Mentaltrainings und der Verbindung zum Schamanismus wirklich komplett schmerzfrei gecoacht habe und das jetzt seit knapp 2 Jahren wirklich auch in einem Online-Coaching mache für Schmerzpatienten in Zusammenarbeit mit einem Schamanen und auch in Kombination mit dem Human Design System, weil ich einfach aus eigener Erfahrung oder das auch seit ein paar Jahren lebe, wie wertvoll das ist und ja, dass viele Schmerzen auch daher sich im Körper manifestieren, weil man einfach die ganze Zeit nicht oder erst das halbe Leben nicht weiß, wer man ist oder wo man hingehört oder welchen Weg man gehen sollte oder was gut für einen ist. Und so kombiniere ich eigentlich jetzt die 3 Säulen wirklich in dem Coaching. Und es ist mir ein großes, großes Anliegen, dass ganz, ganz vielen Menschen geholfen wird. Also ich habe ganz große Visionen, ja, dass ich eigentlich das komplette Gesundheitssystem auf den Kopf stelle und dieses Symptom, Schublade auf, Schublade zu System wirklich in ein individuelles System bringe, was dann wirklich ein Gesundheitssystem wäre. Und was mir eben auch ein Anliegen ist, wirklich auch das Bewusstsein der Menschen dahingehend zu öffnen, dass sie einfach individuell und einzigartig sind. Und das zu verstehen. Und da hatte ich gestern erst wieder ganz tolle Erfahrungen, weil ich einen Workshop hatte mit oder für Schmerzpatienten und das wirklich auch wieder so emotional wurde, weil jeder Mensch, gerade Schmerzpatienten, sehr, sehr oft dieses Gefühl haben, dass es doch noch mehr geben muss. Egal ob jetzt, es muss mehr im Leben geben oder es gibt sicher eine Lösung, um die Schmerzen loszubekommen. Und das war gestern wieder so eindrücklich, weil eigentlich, ja, weil so unheimlich viele Tränen geflossen sind und die Erkenntnisse eben auch da waren, dass, ja, dass die Schmerzen sich im Körper manifestiert haben aus ganz, ganz anderen Gründen. Und ja, das ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, da den Menschen wirklich individuell behandeln zu können und die individuelle Lösung geben zu können. Und ja, ich bin unglaublich froh oder freue mich sehr darauf, auf den Kongress und auch auf heute Abend. Und ja, bis dahin ganz, ganz liebe Grüße.